Wenn auch du auf deinen Reisen oder bei Ausflügen oder womöglich sogar bei sportlichen Aktivitäten eine Hover X1 Selfie-Drohne einsetzt, dann willst auch du vermutlich sicherstellen, dass deinem kleinen, im Übrigen ja auch nicht ganz so billigen Schätzchen hier unterwegs auf dem Transport nichts passieren kann. Der Hersteller Zero Robotics liefert ja die Drohne leider nur mit so einem kleinen Sandbeutel aus. Der ist ja auch gar nicht schlecht. Er bietet natürlich sehr wenig Schutz vor mechanischen Belastungen wie Stößen und so weiter. Auch bietet er natürlich keinerlei Feuchtigkeitsschutz. Das Ganze war eben für mich die Veranlassung, mich im Internet einmal auf die Suche zu machen, ob es hier nicht bessere Möglichkeiten gibt. Ich weiß natürlich sehr wohl auch, dass der Hersteller seinerseits hier ein entsprechendes Case anbietet, aber da will ich ehrlich sein, da geht es mir, wie wahrscheinlich vielen von euch auch, die 35 Euro wollte ich dafür nicht bezahlen. Und ich glaube, ich habe zwei, wie ich meine, sehr gute Alternativen gefunden und die schauen wir uns gemeinsam in diesem Video einmal kurz an. Die erste Tasche, die ich euch gerne heute hier zeigen möchte, ist von der Firma Delaycon. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich werde den Artikel aber genauso wie die andere Tasche nachher auch natürlich in der Videobeschreibung entsprechend wieder verlinken. Die besteht aus so einem Textilstoff, so einer Art Cordura-Stoff. Wirkt qualitativ sehr hochwertig, ist schlagfest, gleichzeitig aber auch ein bisschen flexibel. Man kennt solche Taschen ja aus dem Umfeld des Schutzes von hochwertigem elektronischen Equipment. Das ist im Übrigen auch eine Tasche, die eigentlich für Navigationsgeräte vorgesehen ist, wie in der Größe von ungefähr 6 Zoll. Hier läuft ein Reißverschluss entsprechend rum. Auch gibt es hier eine Karabinerbefestigung an der Seite. Am besten schauen wir uns mal die Tasche an, wenn man sie öffnet. Und jetzt sieht man hier auf der linken Seite hier ein kleines, ja, so eine Art Textilnetz, wo man entsprechend nochmal verschiedene Dinge einbringen kann. Da wäre normalerweise wohl offensichtlich das Kabel von eben dem eigentlich vorgesehenen Navigationsgerät unterzubringen. Und hier auf der anderen Seite, getrennt über eine solche nochmal sehr weiche gepolsterte Zwischenlage, da würde eben dann entsprechend das Navigationsgerät reingelegt. Das nutzen wir jetzt eben anders. Ich nehme dazu mal meine Hoover Air. Und die klappe ich jetzt zusammen und dann kann man die hier wunderbar reinschieben. Durch die beiden Gummibänder wird die perfekt gehalten, meines Erachtens. Dann haben wir hier eben nochmal besagte Zwischenablage. Ja, und hier an die Seite, da kann ich jetzt zum Beispiel die von mir kürzlich vorgestellte Fernbedienung für die Drohne reinlegen oder aber auch einen Zusatzakku beispielsweise. Den kann ich hier auch wunderbar unterbringen, ein Ladekabel, was auch immer. Zusätzlich könnte man auch die Ladestation hier entsprechend auf dieser Seite reinschieben. Das passt hier erst einmal problemlos. Aber ich will ganz ehrlich sein, wenn man dann versucht, die Tasche zu schließen, da ist mir persönlich ein bisschen zu viel Druck drauf. Das heißt mit anderen Worten, diese Ladestation drückt jetzt auf die Drohne. Wie gesagt, das geht relativ problemlos, die Tasche zu schließen. Wenn man aber übervorsichtig ist, so wie ich, dann empfehle ich das ehrlich gesagt nicht. Ich würde jetzt eher die Ladestation prinzipiell an anderer Stelle transportieren. Bleibt die spannende Frage, was kostet diese Tasche? Die Delaycon kostet aktuell ca. 10 Euro bei Amazon. Wer aber nunmehr seine Hover Air X1 womöglich wirklich feuchtigkeitsgeschützt transportieren möchte, beispielsweise auf einer Bootstour, auf einer Kajaktour, was auch immer, auch da habe ich eben eine Möglichkeit gefunden. Das ist eine Kunststofftransportbox von der Firma Lycos. Die erinnert entfernt an diese Taschen zum Beispiel von der Firma Pelikan. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch die kennt hier. Die ist absolut schlagfest. Also ich behaupte, da kann man sich wirklich draufstellen. Die verfügt hier über solche zwei sehr massive entsprechende Verriegelungsknöpfe. Und so wie das für mich aussieht hier, da gibt es auch so etwas wie ein Entlüftungsventil. Auch die schauen wir uns natürlich nochmal eben kurz von oben an. Wenn ich die Tasche jetzt öffne, dann sieht man hier, da ist auch eine Dichtung hier eingebracht. Ich halte die nochmal vorne in die Kamera, dann kann man das wahrscheinlich ein bisschen besser sehen. Die umläuft hier komplett eben diesen Deckel, wahrscheinlich schwer erkennbar. Aber eben auch nochmal ein Indikator für die Wasserdichtigkeit. Die ganze Box hier macht wirklich, wie gesagt, einen wertigen Eindruck. Die würde sich sogar hier entsprechend abschließen lassen. Da könnte man ein kleines Vorhängeschloss durchziehen, ob man es braucht, sei mal dahingestellt. Aber egal. Gehen wir mal zurück. Wir öffnen nochmal. Wir haben hier auf der Oberseite auch einen Schaumstoff. Der ist hier verklebt. Und hier haben wir auch einen großen Schaumstoffblock, relativ dick. Der lässt sich rausnehmen.
Und dann haben wir hier wiederum einen Schaumstoff eingebracht, der ist aber nicht verklebt. Und wenn ich jetzt diesen dicken Schaumstoffblock hier einmal rausnehme, dann sieht man, wenn man die Hover Air X1 hier einmal in die Hand nimmt, dass das hier wunderbar reinpasst. Da sieht man wirklich hier, das passt echt saugend, als wäre es dafür gemacht. Da ist kaum Hohlraum, da wackelt nichts, da ist nichts. So, jetzt kann ich diese Box hier auch entsprechend schließen. Zack. Und schon habe ich hier alles wirklich perfekt verstaut. Ich persönlich würde es tatsächlich selbst bei dem Lykos Case jedoch auch so machen, dass ich hier diesen zweiten Schaumstoffteil rausnehmen würde. Das sieht man jetzt wahrscheinlich ganz schön von oben, damit hier absolut kein Druck entsprechend auf der Hover X1 ist. Das passt wunderbar. Und selbst mit dem nur einem Schaumstoffteil wird die Drohne perfekt gehalten. Wenn ich jetzt hier verschließe, da wackelt nichts, da klappert nichts. Also auch so nochmal eben vielleicht der etwas bessere Transport. Aber ich glaube, dass beide Möglichkeiten hier gegeben sind. Kommen wir dann damit für das Lykos Case auch kurz zum Preis. Dieses Case kostet aktuell bei Amazon 14,99 Euro, also auch überschaubar. Ja, mein persönliches Fazit zu den beiden Taschen. Ich glaube, das ist sehr schwer. Ihr müsst es davon abhängig machen, was genau ihr sucht. Sucht ihr was mit einem entsprechenden Wasserschutz, Feuchtigkeitsschutz, dann bleibt meines Erachtens nur das Lykos Case für eben 14,99 Euro. Hat eben aber auch den Nachteil, dass man hier keinen Zusatzakku oder eben dann entsprechend eine Fernbedienung mitführen kann. Auf der anderen Seite habe ich diesen Wasserschutz natürlich bei dem Delaycon Case nicht. Kostet 10,99 Euro. Der Preis ist da also praktisch fast gleich. Dafür kann ich eben hier nochmal etwas mehr an Zubehör entsprechend mitführen, habe aber eben den besagten Wasserschutz nicht. Ja, ich denke, beide Lösungen sind trotzdem aber eine adäquate Alternative zu dem schon eingangs erwähnten Case vom Hersteller, das im Übrigen auch weder einen Wasserschutz aufweist, noch die Möglichkeit bietet, hier zusätzliches Equipment mitzuführen. Kostet 35 Euro, also praktisch das zweieinhalbfache oder ja, das Doppelte in etwa von den hier vorgestellten Cases. Aber auch da muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ja, apropos entscheiden, ich freue mich, wenn ihr euch entscheidet für einen Daumen hoch, nämlich für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck hier entsprechend verschaffen. Ich freue mich natürlich wie immer noch mehr über ein Abo. Ich sag mal, macht es gut, auf bald, euer Gero D.